Hilfe! Das ist doch ein Resteauflauf. Wie kann der so gut sein? Ich 17. Tada. Alles ein wenig zurechtschneiden und in eine Auflaufform geben. Peperoni hinzufügen. Ich habe noch so eine halb vertrocknete Zwiebel gefunden. Die muss auch unbedingt weg. Rein damit. Brokkoli dazugeben. 3 Knoblauchzehen. Würzen nach Belieben. Ich nehme Salz, Pfeffer und Cayennepfeffer. Dann hatte ich noch eine Packung Quark über. Das sind 250 Gramm. Baller ich jetzt auch hier rein. Und wenn du nicht weißt, was du kochen sollst, mach einen Auflauf. Weil das schließlich ein Keto-Gericht ist, muss da noch ordentlich Olivenöl rein. Alles gut zusammenmixen. Yo, ist auch klar, dass was runterfällt. Ich habe gerade den Boden gewischt. Und natürlich kein Auflauf ohne ordentlich Käse drüber. Bei 180 Grad Umluft in den Ofen schieben. Oh mein Gott. Ah, ich freue mich. Mama Mia.